Wartet auf mich. Dann hoch mit euch. Wie sie das elegant macht mit einer Hand. Klar. Das können wir doch auch so. Ich hab nur irgendwie das Gefühl, ich komme nicht weiter. Oder ist das Seil so lang? Ist alles so lang. Müsst euch notfalls auch ausruhen, sonst habt ihr nämlich keine Ausdauer mehr. Ja, ja, genau. Kurz ein bisschen schnaufen. Ich meine, man kann sich ja super ausruhen an so einem Seil, ne? Das ist ja klar. Man hält ja fest, wenn man sich ja nicht bewegt, dann braucht man ja keine Kraft und nichts. Ich weiß aber nicht, ob wir da unten schon alles erkundet haben. Sieht mir aber nach einem Ausgang aus. Ja. Finde ich aber tatsächlich gerade auch sehr angenehm. Oh Gott, ist das hell. Jetzt kann man sich auch orientieren, wo man ist. Hinten ist unser Zuhause. Ja. Ich mach mal eben hier eine Signalgeschichte dran. Dann macht die rot, dass wir da rausgekommen sind. Da, Mutant. Zwei Mutanten. Nehmen wir die mit? Ja, ne? Warte. Ich würde euch raten, hier auf dem Felsen zu steigen, dann ist man mit den Bögen erstmal Damage zu machen. Was, Peter? Hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Jetzt runter, 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 runter. Wenn die hauen, dann hauen sie, wa? Ja, sicher. Ah, jetzt wird's der. Beide tot. Jeder bitte ein Filetstück abschneiden, danke. Haben ja auch 4 Rüstung gekostet, die haben mich voll erwischt. Aber ich habe zufällig 4 Mutanten-Rüstungssets. So, jetzt müsste ich sehr mutantig aussehen. Okay, Baby, Vorsicht. Erledigt. Wir haben aus der Höhle gesprungen, das Drecksvieh. Wo war's? Leute, sehe ich sehr mutantig aus? Du siehst aktuell noch sehr knochig aus. Okay, gut. Hallo? Rot, okay. So. Gehen wir dann jetzt erst zurück zum Lager. Zum Lager erstmal, ne? Denke auch. Hier sind Blumen. Einsammeln. Die kann man so einsammeln oder braucht man den Beutel dafür? Nee, kannst du einsammeln. Kannst du so einsammeln. Kannst du eine Kräutermischung machen, die dann wieder Energie erstellen. Gehen wir mal, traben wir mal ganz lange gemächlich zum Lager. Ja, bin ich auch stark für. Hier sind Totems. Das ist interessant. Ach, hier ist ein Dorf. Ein Dorf oder das Dorf? Ein Dorf. Nee, ein Dorf. Nicht unser Dorf. Sollen wir da erkunden gehen? Es könnte das Dorf sein an dem See, wo ich... Da, Bewegung im Dorf.
mit euch hin wollte. Ja, wo denn? Bist du Bewegung? Da war gerade Bewegung im Dorf. Ja, es fliegen ja auch schon mal gerne Kisten und sowas durch die Gegend. Hier ist Seil. Ach, halt mal die Augen. Ja, ein Seil habe ich voll. Das ist der See. Hier wollte ich mit euch hin eigentlich. Bei der ersten Session. Das ist ja witzig. Aber auch ein Kochtopf noch. Falls einer noch keinen hat. Es wird dunkel. Sollen wir hier vielleicht ein temporäres Lager aufschlagen? Wären wir hier in einem Dorf nicht am ehesten überfallen? Das Dorf ist verlassen, sonst hätte ich die ganzen Kadaverleichen da rumliegen. Sollen wir da nicht in die Mitte auf den See irgendwie gehen oder geht das nicht? Ne, auf den Stein in der Mitte geht nicht, wa? Doch, sollte gehen. Ich denke schon. Können wir machen. Obwohl, dann sind wir nass. Ne, lass mal. Lass uns hier campieren. Hat hier so ein Blätterzelt. Soll ich mal hier jetzt hinsetzen? Ja. Hier provisorisches Lager. So. Ja, guck mal, dort rechts schlafen. Ja. Wir können auch hier Fische rausziehen aus dem See morgen früh. Brauchen wir nicht. Aber wenn wir Nahrung haben, wir doch wirklich genug bei unserem Haus. Und ich habe Riegel en masse. Einer noch zum Schlafen? Da ist ein Vogel auf meiner Hand gelandet! Guck mal, es ist ein Vogel auf meiner Hand gelandet! Wie geil! Toll, jetzt haben wir es mitten in der Nacht. Das war irgendwie nicht so der Plan, oder? Ich glaube, wir sind geweckt worden, oder? Nee, dann kennen wir diese komische Musik. Ja, das war jetzt genau. Scheiße. Biorhythmus trinken, Leute. Für den Arsch. Trinken. Ja gut, dann müssen wir halt weiter, oder? Ja. Ich hab gerade was gehört. Das war nicht schwer, glaube ich, beim Zuschnappen. Das ist jetzt noch eine Höhle. Hier wäre noch eine Höhle. Ja, lass uns da rangehen. Ich markiere die eben, warte. Wollten die erst zurück zu unserem Haus? Ja, aber willst du nachts, also ich. Ja, Miss Latte, können wir mal machen, wir wollen. Also, ja, stimmt, nachts zum Rauslaufen ist auch scheiße. Das nehmen wir grün. Na denn, ich gehe da mal rein. Hinter dir. Wir haben hier auch relativ Karte. Sind wir irgendwo, wo wir uns auskennen? Relativ weit zu laufen. Dass der Höhleneingang ist, den wir eben gesehen haben, wo wir von bis dran gegangen sind. Kann sein, ja, kann sein, ja, natürlich. Möglich. Dann müssten wir jetzt nach links waren wir noch gar nicht hier. Wenn wir jetzt hier links abbiegen. Irgendwo links ein Gang sein. Da, hier. Ich hab den Tennisball jetzt aufgenommen.
Weil laut Map waren wir hier lang noch nicht, ne? Ah, ist doch gut. Oder? Doch, andersrum, Entschuldigung, falsche Richtung, hier lang. Wo ist jetzt hier? Zurück. Geht ihr geradeaus? Geht es hier irgendwo geradeaus noch? Da sind wir hergekommen. Ja, aber da geht es noch weiter geradeaus, wo wir nicht waren. Laut Karte zumindest. Finden wir es heraus. Wobei, das ist doch jetzt der Höhlenausgang, oder? Ja, hier sind wir hergekommen, Peter. Ah, ja, das könnte man ja wenigstens auf der Karte als Ausgang vermerkt sein, ne? Also haben wir irgendwie... Wäre mal cool. Ja. Wir müssen dann irgendwo rauf oder runter. Hier rechts geht's. Was ist denn hier rechts? Guck mal. Hier rechts müsste funktionieren. Nicht ganz viel Geld. Money! Ja, ja, das hier war mal Money. Eben. Geld hatte ich schon mal aufgehoben. Kisten. Müssten aber auf sein, oder? Nein? Sehr reich an Stoff. Das ist richtig. Textilgroßhändler. Hier geht's runter. Hier geht's das, Peter wollte doch vorhin einen runter. Ja, aber darunter geht's glaube ich zur Babyhöhle. Oder? Okay. Weiß ich nicht. Hier sind wir auf jeden Fall eben links runtergeklettert zur Babyhöhle. Meine ich. Wir können hier runtergehen, mir ist das egal. Dann lass uns mal hier runtergehen. Dann wissen wir vielleicht gleich mehr. Es ist auf jeden Fall in der Nähe von der Babyhöhle. Kann durchaus sein, dass das der Abstieg ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr langer Abstieg. Ich muss pausieren. Einfach fallen lassen. Das ist der mit Sicherheit. Da wir ja gerade momentan so schön No Return spielen, auf Netflix die Serie The Tribes. Ist da, geht da sehr stark, in die Richtung. Europe, oder? Ja, genau, sorry, ja, richtig, ja. Bin jetzt unten. Ich glaube, es ist nicht die Babyhöhle, oder? Oh, ist das hier Energiesparlappen einfach hier, ey. Mann. Nein, hier waren wir noch nicht. Ich bin noch beim Abstieg. Hier ist ein Kisten- und Kistenlager. Ah, und verbrannte Leichen. Überall sind Beine, fantastisch. Schmerzmittel! Cooles Kistenlager. Batterien. Das war doch bestimmt hier von den Bergleuten. Pfeile. Jede Menge Sprengstoff. Macht euch voll. Wieso kann ich keine Medikamente mehr nehmen? Alter. Autopsiebericht? Oh, das könnten. Das könnten die Pinsel? Jagdpfeile sein. Oh, guck mal, und rote Farbe. Was? Wo? Hier stand roter Topf, rote Farbe, hier vorne.
Habt ihr die Liste und die Sachen? Da hinten liegt eine Axt. Mal hier hinten. Ja, die Axt ist genau. Auch gut. Boah, richtig nice. Wo hab ich den Pinsel jetzt in der Hand? Wo hast du die Axt gesehen? Ah. Die moderne Axt. Ist die besser als die andere wahrscheinlich, ne? Ja klar, definitiv. Schaden. Vier Pfeile gesammelt. Das sind glaube ich die... Blocken ist super mit der. Der Schaden ist deutlich höher. Und die Geschwindigkeit ist ungefähr gleich. Dann rüste ich die doch aus an meinem Rucksack, wa? Mal besser die jetzt erstmal. Ja, die ist wirklich gut. Kann man noch verbessern? Ja, klar. Federn und Zähne. Zähne. Also für Klamotten mittlerweile. Wo sind die Zähne da oben? Bunte Weste und... Bunte Weste, alles klar. Okay, mein Kollege. Outfit. Und kannst Alkohol dran machen, macht auch nochmal mehr Schaden. Ja, weil die anzünden kannst dann, ne? Mhm. Machen wir hier erstmal Verbesserungspause. Denk ans Essen, Leute. Hab ich gerade schon. Es ist einfach schade um das ganze Dynamit, das hier liegt. Lost Children of the Peninsula. Peninsula ist eine Halbinsel. Ist das vielleicht die, auf der wir sind? Scheint aber das Lager von den Bergleuten zu sein. Die Frage ist nur, was haben die hier gewollt? Wie viele Federn kann man denn da dran? Federn kann man auch dran passen, ne? Ja, das Ding ist, die heben sich ja dann natürlich dann entsprechend auf, ne? Also, wenn du ist dir. Ist das so? Ja, ja. Du, musst mal auf die Werte achten dann von der Axt, wie sie sich verändern. Eine Uhr haben wir noch nicht, ne? Ah, Tatsache, ja. Für Bomben meinst du? Ja. Ja, ja. House of Death, Murder, Violent. Ist das denn Jessica? Hazel. Non. Die wurde erstochen. Mehrmalig. Okay, die Geschwindigkeit ist jetzt natürlich wesentlich geringer. Aber ich tue die trotzdem auf Schaden pimpen, weil die wahrscheinlich beim Bäumefällen hilft, oder? Das habe ich. Das, genau. Das war. So gehe ich halt. Oh. Mache ich bei den Äxten halt prinzipiell, weil ich ja eigentlich mit dem Speer halt nur und mit dem Bogen agiere. Kann ich die Kisten aufmachen, alle, oder was? Ich habe die Kisten aufgeschlagen, aber ich kann halt keine Leiterplatten mehr tragen. Ja, wir haben alles hier voll, ne? Ja. Schmerzmittel und alles, ja dann, wenn wir alles haben. Also, wir versuchen zu merken... Wir haben irgendwas im Überlebensbuch hinzugefügt. Ja, die Autopsie. Bei den Notizen hinten. Was sagte die Autopsie denn aus? Ich muss mir ja das irgendwann im Lager mal irgendwann mal genug zu Genüge anschauen. Irgendeine Frau, die erstochen worden ist und ein Kopftrauma, also ein stumpfes Kopftrauma hatte. Gut, dann haben wir hier ja den Part auch erledigt, ne? Weiter? Hm? Weiter heißt ja in dem Fall wieder hoch, ne? Wenn hier sonst nichts ist, dann ja.
verbesserte Axt, Leute. Ja, das war schon wichtig, dass wir hier hingeraten sind. Ich glaube, ihr müsst oben mal auf mich warten. Aber dann haben wir hier, meine ich, alles, was ich mir gemerkt hätte, eigentlich abgegrast. Dieser Warte aus zumindest. Wollen wir auch so Fingerdeko bei uns im Haus haben? Solange es nicht unsere sind. Hier war unser Feuer. Dann müsste es ja rechts eigentlich zu unserem Eingang wieder gehen, ne? Nein? Keine Ahnung. Ich komme auch tatsächlich mit der Karte überhaupt nicht zurecht. Wir finden es einfach raus. Ja, hier sind wir nicht richtig, glaube ich. Irgendwie. Aber hier geht's weiter, oder? War mal. Doch, okay, doch, dann gehen wir da lang. Doch, das ist doch dieser steile Weg. Höhleneingang müsste es ja dann sein, wahrscheinlich. Hey, hier ist ein Seil, ja, könnte. Ah, das sind wir eben nicht hochgeklettert, ne? Genau, oder? Doch, vor aus der Richtung kamen wir, glaube ich. Ja, das ist unser Höhleneingang. Jetzt sind wir wieder bei uns am Dorf. Aber da wollten wir auch erstmal hin, glaube ich, oder? Ja. Wir können. Wir haben ja noch eine Höhle in der Nähe. Ne, zwei, glaube ich, sogar. Oh. Was? Weiß ich. Ich kann hier noch was essen? Kann doch hier gar nicht sein. Da kommen wir dann mitten im eingeborenen Dorf aus, wa? Ja. Habt ihr irgendwelche Passagiere entdeckt? Ne, wa? Hier waren wir auf jeden Fall. Hier ist das Seil, was hochgeht. Zum Höhleneingang. Wir haben einen Kopf. Wir haben einen Kopf an. Der Kopf war auf. Wartet. Lass zusammenbleiben, lass zusammen rausgehen. Ich bin ja jetzt auch rot angemalt, von daher hoffe, lass uns die vielleicht in Ruhe. Und es scheint Tag zu sein. Gehen wir langsam, aber geordnet ziehen wir uns Richtung Eingang zurück. Die werden uns anbeten, bestimmt. Siehste? Ja, ja, klar. Ja. Und summen nicht geil vor sich werden. Hin. Nicht hektisch werden. Nur auf der Durchreise. Schädelhäuptling. Schön außen rum. Ah, gar nicht mal so wenige gerade unterwegs hier. Von links kommen auch noch welche. Ja, aber die Weißen lassen uns zumindest in Ruhe. Alle müssen uns normalerweise in Ruhe lassen. Geht mal ein bisschen weiter links rum, dass wir dann nicht noch durch die zwei Häuser da laufen.
Ah, der eine wirft aber hier trotzdem Brandbomben nach uns. Wir sollten uns ein bisschen sputen. Leute, wir laufen falsch. Wir müssen jetzt rechts. Ach, das ist unser Wald, ja. Ist klar. Ja. Müsste sich jetzt sehr schnell lichten. Wäre noch was man nicht verfolgt. Ja, hier sind auch schon die. Das ist schon mal ein angeknapster Baum. Meine Güte, was haben wir gewütet? Das ist eine Gefahr für die Natur. Wie der Mensch halt einfach so ist. Wir haben es einfach akzeptiert. Das sind die Hirten des Waldes. Nennt mich Baumbart. Nein, das tue ich nicht. Aber fest steht hier aus. Erstmal. Schiffswerft, die wir da gebaut haben. Schildkröten. Ja, stimmt. Wir könnten ja mal gerade noch die Ständer voll machen, ne? Ihr schon mal vor, Daniel. Probier's. Zurück zum Tageswerk. Du bist ein Nichtskönner, Junge. Erstmal was trinken. Wir hätten doch auf die BG gehören sollen und ein, uns zur Absicherung ein Sicherheitsgerüst hätten wir bauen sollen vorher. Wie viel fehlt uns denn noch für dieses Kackdach? Das ist doch erst das erste von vielen Dächern. Wir überbauen die ganze Insel. Und dann vermieten wir es als Multifunktionshalle. Viel dürfte echt nicht mehr sein. Müsst doch 40 Baumstämme sammeln. Wenn ich jetzt hier hinter die Schädellampe. Ist nicht wahr, oder? Was denn, müssen wir alles wieder abreißen? Nee, aber ich muss die Schädellampe mal eben zerstören, leider. Gut, da kommen wir noch ran. Da kannst du demnächst Kronleuchter aufhängen. Ja, einen, weil der ist schon teuer. Viele Knochen, viele Schädel. Eine soll's hier. Ah, mit der Axt rausgeglitscht. Sehr schön. Aus. Okay. Wo ist die Sarah? Sarah hat gefrühstückt, Beeren gefrühstückt. Und vollgemacht wahrscheinlich, ne? Den Sack vollgemacht, ja. Das ja, habe ich auch eben vorher. Das ist eine Idee. Und ich habe mein Schildkrötenfleisch aufgehängt. Irgendwie kann ich mein Dach nicht zu Ende bauen. Ist das Dach jetzt fertig? Nein. Doch, Dach ist fertig. Was wird mit so. Der Ja, die Plattform.
Nee, mir wird da am Haus, habe ich noch einen gelben Hammer. Achso, ich bin mal kurz eben nicht am Platz. Das ist das Knochengerüst, was der Daniel da drin braut. Wenn du noch einen